Moin Jungs, da bin ich wieder. Das Dizzler Whistler ist auch am Start und der Zockgamer hat uns auch geholfen. Richtig geile Sache heute. Skill to Bentham wäre natürlich auch so gern bei uns gewesen, aber der ist noch vor dem letzten Launch Glitch gestern noch so abgehoben. Also der hat mir geschrieben, dass er Vice City aus GTA 6 schon sehen kann. Also hammergeile Sache gestern gewesen. Und heute haben wir was Neues gemacht. Und zwar, wenn man kurz bevor oder kurz nachdem die Sonnenstrahlen aufgegangen sind, beziehungsweise kurz bevor die Sonnenstrahlen untergehen, sind am Strand so die Pavillons. Und wenn da dann einer ja so draufsteht, wie das Dizzle, Whistle, Nizzle, Bizzle das macht und dann in Passivmodus geht, dann wirft der andere, oder in dem Fall ich, werft die Haftbomben auf den Schirm oder auf das Pavillon besser gesagt, und dann zünde ich die. Und dann macht's Putz, Junge, und weg ist. Also es backt jetzt ein bisschen rum bei mir, aber jetzt habe ich eine andere Aufnahme, wie man es richtig sieht, wie er fliegt. Schaut's euch an, der Wahnsinn. Und wir haben den Glitch so krass rumprobiert und wir haben so viel damit gemacht, dass wir es fast als Founder durchgehen könnten. Also klar, es gibt schon jemand oder einige, wie ich zum Beispiel, der hat den Glitch auch schon gemacht mit dem Zaun. Auch mit den Haftbomben und so, aber wir wären ja nicht wir, wenn wir den nicht optimieren würden. Also wir haben es dann noch mit dem Motorrad versucht und hat geklappt, und dann kam der Zock immer auf die Idee, mit dem Savage das zu probieren. Danach haben wir es mit dem Savage und mit dem Panzer probiert, dann haben wir andere Gegenstände genommen, zum Beispiel einen Einkaufswagen, mit dem haben wir es gemacht. Dann haben wir haben es einfach mit jedem Gegenstand in ganz Los Santos getrieben, das sich irgendwie bewegen lässt, und haben einfach drauf geschossen mit Panzerfäusten, Granaten. Es funktioniert einfach mit allem. Der Gegenstand muss einfach nur flexibel sein. Irgendeiner muss sich im Passivmodus draufstehen, damit er nicht stirbt. Und die anderen müssen einfach so mit so viel Sprengstoff das Ding bombardieren, bis es wegfliegt. Und dann fliegt er auch weg. Und es ist einfach der Wahnsinn. Also richtig geil, hat richtig Spaß gemacht. Und zum Zockgamer möchte ich noch was sagen. Danke, dass du uns geholfen hast und mit deiner Idee. Das hat uns natürlich sehr weit gebracht. Aber jetzt bringe ich meine Idee in den Raum. Oder ich werfe meine Idee in den Raum. Wie wäre es, wenn du dir ein Headset mal zulegst oder aufsetzt? Oder einfach das benutzt, was in der Verpackung bei der PS4 schon dabei war? Weil wir würden doch so gern alle mal mit dir sprechen und kommunizieren. Und mach uns doch mal den Gefallen und zieh dein Headset auf. Das kann doch nicht so weitergehen. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Im Hintergrund zeige ich euch noch ein bisschen Gameplay. Und dann freue ich mich, euch das nächste Video die nächsten Tage zeigen zu dürfen. Vielleicht auch schon morgen. Mal gucken. Also Jungs, macht's gut, haut's rein. Ciao, ciao.